Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Death Stranding. Im privaten Raum eines kleinen Außenpostens angekommen, werden wir uns jetzt ein kleines bisschen erholen. Wir werden duschen, auch wenn wir dabei wahrscheinlich beobachtet werden. Aber wir tun dem Norman Reedus ja einen Gefallen. Und wer würde so etwas nicht gerne tun? Deadman hat eine Bitte an mich weitergeleitet, da ich die GD-Forschung leite. Ich nehme eine Probe deines Duschwassers, um mögliche Effekte deiner Körperflüssigkeiten auf ein GD zu untersuchen. Hast du andere mit Dooms untersucht? Alle bei Bridges, mich selbst und Mama. Bisher sind die Ergebnisse nicht eindeutig. Aber du hast andere einzigartige Qualitäten. Du bist auch ein Wiederkehrer. Ich bin schon ein wenig optimistisch. Verarbeitet Flüssigkeiten. Ausscheidungen. Chiralium. Ausgabe. Okay. Nimm diese Probe mit. Falls sich die Chance bietet, probier sie in einem GD aus. Ich bin gespannt, wie es reagiert. Oh. Ich auch. Vielleicht verschafft es dir ja einen Vorteil. Eine alte Forschungsarbeit beschreibt, wie sich die Körperflüssigkeiten von Personen wie uns auf GDs auswirken. Nur durch die Wiederherstellung dieser Materialien erlangen wir vergangenes Wissen zurück. Nicht nur über den gestrandeten Tod, auch über das Geheimnis deiner speziellen körperlichen Fähigkeiten und über unser Doomsleiden. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für die Menschheit. Sam, der Wiederaufbau Amerikas interessiert mich nicht. Ich will die Vergangenheit zurück. Oh, es ist fast soweit. Und wenn nach deinen Verbindungen nichts passiert, was dann? Ich fragte, was dann? Keine Antwort. Toll. Sam. Tut mir leid, dass ich deine Pause störe, aber ich dachte, das interessiert dich. Vielleicht kannst du so besser entspannen. Uns haben an dich adressierte Nachrichten erreicht. Ich habe nicht reingeschaut. Nö. Aber die meisten sind wohl von deinen Kunden. Geh sie mal durch, vielleicht ist was Nützliches dabei. Deine Mails kannst du über deine Handschellen und über das Terminal in deinem privaten Raum lesen. Es gibt noch etwas, das ich dir zeigen möchte. Das chirale Netzwerk lässt uns in unsere Vergangenheit blicken. Für immer verloren geglaubte Daten aus allen Ecken Amerikas können aus Bruchstücken wieder zusammengesetzt werden. Unser Archiv ist natürlich noch nicht fertig. Aber je mehr Wegposten und Städte wir beim Ausbau des Netzwerks einbinden, desto mehr Informationen können wir zurückgewinnen. Etwa Aufzeichnungen und Berichte der letzten Expedition. Alles, was sie gesendet hat, wurde zusammen mit Central Knot City zerstört. Einiges konnten wir übrigens schon wiederherstellen. Wähl am Terminal in einem privaten Raum oder über die Handschellen Archiv aus, um es dir anzusehen. Könnte eine spannende Lektüre sein. Okay. Terminal aktivieren. Schauen wir mal. Genau, Waschbecken könnten wir nochmal benutzen. Ah komm, benutzen wir nochmal die Toilette im Stehen. Nochmal ein bisschen Wasser lassen. Falls sich da noch was angesammelt hat. So. Okay. Ansonsten nach BB sehen. Ja, tun wir das doch mal. Ja, ihm scheint es wieder gut zu gehen. Alles klar. BB beruhigen mit Viereck. Okay. Na, buh. Oh Mann. Gibt's da mehrere Animationen oder nur dieselbe? Alles okay. Okay, es gibt dieselbe Animation, aber verschiedene... verschiedene Sprüche. Einmal noch.
Bist müde. Okay, ich lasse es jetzt in Ruhe. Das wirkt für mich weniger wie beruhigen und mehr nach ärgern. Ehrlich gesagt. Die ganze Zeit so an die Fischscheibe, an die Fensterscheibe klopfen. An die Fischscheibe, ja. Ich bin auch großartig beim Worte finden. Oh Mann. Aber die ganze Zeit da dran zu klopfen, würde mich eher nerven, als mich beruhigen. Ich weiß nicht. Okay, aktivieren wir mal das Terminal. Was haben wir denn hier? E-Mails. Lies Nachrichten von Freunden und Bekannten. So, was haben wir hier? Benjamin Hancock. Entschuldige, Sam, schlechte Nachrichten. Vielen Dank für die Lieferung dieser seltenen Metalle, Sam. Alle im Verteilerzentrum wissen zu schätzen, dass du dich für uns einsetzt. Leider habe ich aber schlechte Neuigkeiten für dich. Das Motorrad, das du draußen gesehen hast, die Batterie ist leer. Es braucht erst etwas Saft, bevor du es benutzen kannst. Einmal müsste aber reichen. Danach sollte die automatische Aufladung anspringen. Tut mir leid, falls wir dir falsche Hoffnungen gemacht haben. Und, leider habe ich noch mehr schlechte Nachrichten. Die verschiedenen Einrichtungen müssen zusammenarbeiten und Material miteinander teilen, damit alle bekommen, was sie brauchen und auch alles verwendet werden kann, was produziert wird. Deshalb sind Leute wie du so wichtig. Ohne Boten bricht das ganze System zusammen oder eher die ganze Welt. Jedenfalls gibt es beim Wegposten diesen Typen, George Barton. Er war mal ein verlässlicher Bote, aber in letzter Zeit ist es eine Qual, ihn auch nur zur einfachsten Lieferung zu bewegen. Immer beschwert er sich, er hätte zu viel Angst, zu wenig Oxy oder sonst was. Immer hat er eine Ausrede und selbst wenn er einen Auftrag annimmt, verliert er unterwegs gern mal die Hälfte der Fracht. Tja, deshalb haben wir im Moment ein paar Materialienengpässe. Ich bin mir sicher, du hilfst uns da bald raus. Wir zählen auf dich, Sam. Okay. Wegposten, George Barton, besser als Oxy. Sam, unser Mann, unser Retter. Es geht wieder bergauf hier am Wegposten. Irgendwie fühlt sich alles besser an. Als wir uns hier niederließen, waren wir voller Eifer, aber 3 Jahre Isolation und Einsamkeit hinterlassen bei jedem Spuren. Verdammt, als wir hier ankamen, stellten wir sogar Bilder für Boten und so auf. Aber nach einer Weile setzten manche Leute noch nicht mal mehr einen Fuß nach draußen, weil sie zu viel Angst hatten. Als Central in die Luft flog, dachte ich, das sei es gewesen. Amerika sei geliefert. Alle dachten das. Und die Stimmung war einfach trostlos. Und dann kamst du angetanzt. Ich weiß, was du denkst. Anfangs hielt ich es ebenfalls für eine Nebenwirkung des Oxytoxins. Aber das ist es nicht. Zumindest nicht nur. Als du uns mit dem chiralen Netzwerk verbunden hast, gabst du uns den Hoffnungsschimmer, den wir brauchten. Jetzt mischen wir wieder mit. Wir haben sogar darüber nachgedacht, wieder Schilder aufzustellen. Und Wachtürme. Schon bald werden wir neue Lieferrouten ermöglichen. Glaub mir. Draußen ist es aber immer noch beängstigend. Auch Berge von Oxy helfen uns nicht gegen Mules von GDs ganz zu schweigen. Wenn wir eins sehen, machen wir uns vor Angst fast in die Hose und lassen unsere halbe Ausrüstung fallen. Ehrlich gesagt habe ich immer noch ein bisschen Sorge, dass wir es nicht schaffen. Und darum brauchen wir dich, Sam. Du hast vor gar nichts Angst, nicht wahr? Also, zeig uns, wie man es richtig macht. Werde ich machen. So gut es geht. Okay, Daten. Tipps. Haben wir neue Ansicht wechseln. Mit R3 kannst du die zu der Ansicht wechseln, die dir am besten gefällt. Wenn du zwischen ihnen wechselst, kannst du den Otra-Deck besser erkennen, dich umsehen, während du dich in den Schatten verbirgst oder die Dinge einfach mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Rufen. Drücke Touchpad, um etwas zu rufen und alle zu grüßen, die gerade in der Nähe sind. Lass dich nicht entmutigen, falls du keine Antwort erhältst. Rufe an verschiedenen Orten etwas. Irgendwann wird dir jemand antworten. Ja, das ist sogar schon passiert. Wenn du deine Fracht unausgewogen positioniert hast, fällt das Laufen schwerer. Wähle in den Handschellen Fracht, um die Frachtpositionierung anzupassen. Mit X durchgehend klettern. Versuchen stillzustehen. Wenn sich beim Durchqueren eines Flusses deine Belastbarkeitszeige leert, versuche stillzustehen. Die Anzeige sollte sich dann langsam wieder füllen. Blutverlust durch verletzte Füße. Wenn du barfuß oder in ausgetretenen Stiefeln läufst, werden deine Füße in Mitleidenschaft gezogen. Wenn du mit verletzten Füßen weiterläufst, kann es zu Blutverlust kommen. Oioioi. Wenn Schuhwerk beschädigt ist, bist du schneller erschöpft. Läufst du trotzdem weiter, scheuern sich die Sohlen schließlich durch und dein Schuhwerk ist nicht mehr zu reparieren, wodurch es zu Fußverletzungen kommt. Du solltest neues Schuhwerk anziehen oder dich schnellstmöglich auf die Suche nach Sandalenkraut begeben. Bewusstseinsanzeige? Okay. Sie erscheinen nur in Situationen, in denen du in Gefahr läufst, das Bewusstsein zu verlieren. Ist die Bewusstseinsanzeige leer, fällt Sam in Ohnmacht. Ui, das kann auch nichts Gutes heißen. Verlorene Waffen und Ausrüstung finden. Falls du Waffen oder Ausrüstung benötigst, drücke R1, um deine Umgebung zu scannen. Vielleicht stößt du auf 1 oder 2 nützliche Gegenstände, die andere Boten verloren haben. Entdeckte Fracht ausfindig machen.
BB beruhigen? Wenn BB anfängt zu weinen, versuche es zu beruhigen, indem du deinen Controller sanft hin und her wiegst. Wow! Wenn du die Bewegungssensorfunktion in den Optionen deaktiviert hast, musst du stattdessen langsam R2 drücken. Alter! Okay, hier wird Gebrauch von der Six-Axis-Funktion des PS4-Controllers gemacht. Krass. Wenn Mules deine Fracht stehlen, gestohlene Fracht wird in einem Briefkasten irgendwo im feindlichen Gebiet deponiert. Andere Gegenstände, auch deine persönlichen Sachen, werden woanders abgelegt. Aufgabenliste eines Auftrags, Aufträge abbrechen, na, verlorene Fracht benutzen. Verlorene Fracht, für die kein Lieferort vermerkt ist, kannst du nach Belieben benutzen. Wenn du sie benutzt hast, kannst du sie allerdings nicht mehr zu ihrem eigentlichen Besitzer bringen. Ist mir doch wurscht. Verlorene Fracht an andere Orte liefern. Du kannst verlorene Fracht auch an andere Orte als ihren Bestimmungsort liefern. Die Bewertung dieser Lieferung basiert auf der Distanz zwischen dem Lieferort und dem ursprünglichen Ziel der Fracht. Ah. Wenn du ein Frachtstück zurücklässt, indem du dich zu weit von ihm entfernst, geht es verloren und landet in der Welt eines anderen Spielers. Alle Frachtstücke, die nicht in einem privaten Spind gelagert werden, können verloren gehen, selbst wenn sie auf ein Fahrzeug geladen wurden. Ah. TCK, Briefkasten, Stufe 1, Konstruktionen abbauen, Verfall von Straßen und Konstruktionen. Zeitregen lässt Konstruktionen und Straßen nach und nach verfallen. Durch den Verfall beginnen Funktionen auszufallen. Schreitet er weiter voran, kann er die Konstruktion auch vollständig zerstören. Dem kannst du entgegenwirken, indem du der Konstruktion Material für Reparaturen zur Verfügung stellst. Okay, krass. Likes von anderen Spielern erhalten. Wenn du positive Dinge für die Botengemeinschaft tust, zum Beispiel Konstruktionen baust, die von anderen Spielern benutzt werden, kannst du als Dank Likes erhalten. Benachrichtigungen über von anderen Spielern erhaltene Likes können abhängig von der Spielsituation und deiner Netzwerkverbindung etwas verzögert sein. Wurfwaffen benutzen. Je länger du L2 und R2 gedrückt hältst, desto weiter fliegt die Waffe. Lass R2 los, um die Waffe zu werfen. Wenn du mit einer Wurfwaffe zielst, wird ihre erwartete Flugbahn auf dem Bildschirm angezeigt. Die Flugbahn von Wurfwaffen sind gekrümmt. Im Kampf gegen ein in der Luft befindliches GD ist es also besser, sich in seine Nähe zu begeben und dann etwas höher zu zielen, als es notwendig erscheint. Aha. Ausrüstung verwenden, Gemeinschaftskästen, andere Spieler fragt, ja, private Spinde. Ausrüstung herstellen, private Räume benutzen, E-Mails über deine Handschellen lesen, Einrichtungen, UCA-Mitgliedschaft und zusätzliche Funktionen. Das kennen wir alles. Okay, Interviews. Mules und das Drohnensystem. Die Hard Man. Bridges HQ. Bridges Hauptziel ist der Wiederaufbau Amerikas. Eine unserer Hauptaufgaben besteht deshalb darin, Städte und andere Siedlungen durch die Neuerrichtung eines Liefernetzwerks wieder miteinander zu verbinden. Damals vor dem gestrandeten Tod hielten Kommunikations- und Liefernetzwerke die Gesellschaft zusammen. Das gesamte System war automatisiert, KI gesteuert. Auslieferungen wurden von Drohnen durchgeführt. Man glaubte, es würde das gesamte System revolutionieren, wenn man den Menschen aus der Gleichung entfernte. Doch diese Gleichung ging nicht auf. Stattdessen traten Fälle auf, die später mit dem Begriff Drohnensyndrom umschrieben werden sollten. Für manche war es einfach zu viel, alles den Maschinen und nichts mehr den Menschen zu überlassen. Und in der Tat scheinen Oxytocinmangel und Hormonstörungen diese Einschätzung zu bestätigen. Die Menschheit musste Teil des Prozesses sein, also wurden Gesetze erlassen und wir kamen wieder ins Spiel. Und was passierte dann? All die von Maschinen aus der Arbeit verdrängten und jetzt wieder benötigten Leute waren jetzt davon überzeugt, dass die Gesellschaft ohne sie nicht überleben könne, was eine neue Störung hervorbrachte. Lieferabhängigkeitssyndrom nannte man sie. Als der gestrandete Tod uns auseinanderriss, verschlimmerte sich das Lieferproblem noch mehr. Dass chirale Wolken, Flugzeuge und Drohnen am Fliegen hinderten, machte die Sache nicht gerade besser. Wir mussten uns also wieder vollständig auf menschliche Kuriere verlassen, ob es uns nun gefiel oder nicht. Vielleicht wurde das Ausliefern von Waren für manche zum einzigen Lebensinhalt. Sie waren besessen, abhängig. Das Verlangen, Dinge zu liefern, fraß sie auf. Im Laufe der Zeit wurden sie zu den Mules, die wir heute kennen und lieben. Also mit anderen Worten, in dieser Welt ist DHL der Shit. DHL, Hermes, andere Lieferfirmen, naja, in Amerika ist es dann eher UPS und solche Sachen, oder? Na egal. Schauen wir mal weiter. Bridge Babies von Deadman. Wann vor einem Jahr? Ich bin ja noch nicht lange bei Bridges, deshalb bin ich nicht sicher, ob dir das hier wirklich weiterhilft. Aber wenn du über BBs sprechen willst, können wir das gerne tun. Man nennt mich Deadman, wegen meiner Vertrautheit mit den Toten, verstehst du? Wir kamen schon immer gut miteinander aus, weißt du? Als ich noch im Leichenschauhaus arbeitete, habe ich mich oft kurz mit ihnen unterhalten. Creepy.
Aber naja, vielleicht machen das ja mehrere Gerichtsmediziner. Ich will gar nichts dagegen sagen. Jedenfalls warte und erforsche ich BBs, auch aus diesem Grund, um mehr über jene zu erfahren, die nicht länger unter uns weilen. Aber ich schweife ab. Fakt ist, dass die BBs schon an unsere Leute im Feld ausgegeben wurden, bevor ich zu Bridges kam. Und außerdem wird schon seit einer Ewigkeit an den Kleinen geforscht, aber niemand hat es gewagt, seine Erkenntnisse praktisch anzuwenden. Trotzdem bedeutete das, dass der Großteil der Arbeit bereits für uns erledigt worden war, als Bridges eigene BBs herstellen wollte. Wir mussten sozusagen nur die Bedienungsanleitung befolgen. Wie sie funktionieren, entzieht sich aber vollkommen unserer Kenntnis. Wir wissen nicht, wie sie GDs aufspüren oder diese Welt mit der anderen Seite verbinden können. Wir müssen noch sehr viel über unsere kleinen Freunde in Erfahrung bringen. Aber eines ist sicher, ihre weitere Erforschung wird unser Verständnis des gestrandeten Todes und des Lebens und des Todes selbst vertiefen. So viel kann ich dir versichern. Nun denn, mehr habe ich heute nicht zu erzählen, glaube ich. Hoffentlich kann ich dir etwas Neues berichten, wenn wir das nächste Mal miteinander quatschen. Bis bald dann, schätze ich. Okay, und Zeitregen von Hartman vor 3 Jahren. Zeitregen wurde erstmals dokumentiert, als sich der gestrandete Tod ereignete. Und obwohl seitdem so viele Jahre vergangen sind, verstehen wir kein bisschen mehr als damals, wie oder warum er den Zeitablauf für die von ihm berührten Objekte oder Organismen beschleunigt, oder warum er sich danach sofort in gewöhnliches Wasser verwandelt. Manche Forscher sind sogar so weit gegangen, diesen Prozess als Zeitdiebstahl zu bezeichnen. Warum Zeitregen nur an bestimmten Orten fällt? Sicher wissen wir nur, dass das irgendwie von der örtlichen chiralen Konzentration beeinflusst wird. Es ist bloß eine Vermutung, aber der gestrandete Tod könnte unsere Wahrnehmung des Zeitablaufs verzerrt haben. Und das muss nicht zwingend etwas Schlechtes sein, weißt du? Wir Menschen begreifen unsere eigene Sterblichkeit und sogar die Möglichkeit, dass es einen Ort jenseits des Todes gibt, richtig? Wir sind dazu in der Lage, über die Zukunft nachzusinnen. Dieser evolutionäre Vorteil hat unsere Entwicklung als Art begünstigt. Also, was wäre, wenn der Zeitregen uns eine neue Turbo-Version dieser essentiellen Fähigkeit beschert hätte? Eine, die uns unsere nächste Evolutionsstufe erreichen lässt. Vielleicht müssten wir uns nicht in den Knotenstädten verschanzen. Vielleicht wird man im gestrandeten Tod im Laufe der Zeit das Phänomen erkennen, das unsere Spezies gerettet hat. Diese Gedanken sind spannend, da stimmst du mir sicher zu. Ich jedenfalls kann es kaum erwarten, zu unserer Reise aufzubrechen. Wer weiß, was uns erwartet. Oioioioioi. Einer, der denkt, das hier ist der nächste evolutionäre Schritt der Menschheit. Irgendwie interessante Art es zu betrachten, aber ich bezweifle es auch ein kleines bisschen. So, Dölle, das wäre an der Stelle dann auch erst einmal alles. Boah, das war auch eine Menge zu lesen, muss ich sagen. So, dann können wir das Terminal erstmal verlassen. Likes von Benjamin Hancock und George Breton erhalten. Ah. Sam, das Verteilerzentrum hat einen Notruf abgesetzt. Sieh dir am Terminal den Auftrag an, sobald du bereit bist. Na, supi. Direkt muss ich wieder zum Terminal gehen. In dem Moment, in dem ich da rausgehe, muss ich wieder ran. So, an diesem Tisch sind jetzt noch 5 Energy Drinks. Ich würde sagen, ich trinke wieder 2 davon. So. Unleash the Beast. Ja. Man setzt das Biest scheinbar frei, indem man fast das Gleichgewicht verliert, wenn man die letzten Tropfen aus der Dose trinkt. Eieiei. Yummy. Auch wenn ich persönlich überhaupt nicht der Typ für Energy Drinks bin, keine einzige Art davon. Aber wenn es mir hier in dem Spiel weiterhilft, ja, dann nutze ich die Gelegenheit gerne aus. Okay. 20% reichen mir erst einmal. Dann wieder zum Terminal zurück. Aufträge. E-Mails, Daten. Momentchen mal. Wo ist denn jetzt der Auftrag? Kann ich ihn in diesem Terminal etwa gar nicht sehen? Na toll. Dann muss ich in das Terminal außerhalb meines privaten Raums oder was? Ach, ist das fies.
Na gut, dann verlasse ich den privaten Raum. Montur wird wieder angelegt. Und raus hier. So war das nicht vereinbart. Ihr sagtet, ihr würdet alles tun, was in eurer Macht steht, um Bibi zu retten. Was tun wir? Aber wir können deinen Sohn noch nicht entlassen. Glaub mir, wenn ich sage, dass es so am besten ist. Sagt eine Frau mit einer Maske, die mich nur angelogen hat. Ich hoffe, wir werden den Charakter von Mikkelsen irgendwann auch nochmal persönlich treffen. Ich hoffe das wirklich. Ich habe vergessen, dir etwas zu sagen. Aha. Nämlich, wie du das BB-Stressniveau regulierst und das Risiko autotoxämischer Schocks minderst. Du kannst einiges tun, wenn dein BB beginnt, Anzeichen von Stress zu zeigen. Und zwar? Dir etwas Zeit nehmen, um danach zu sehen. Die Kapsel wiegen, sanft schütteln, sowas halt. Aha. Nur aus Interesse. Wie geht es ihm im Moment? Bevor ich antworte. Stimmt was nicht? Wenn ich das BB anschließe, sehe ich Dinge. Was denn für Dinge? Ein Gesicht. Ein Unbekannter, der mich ruft. Ich sehe auch diesen Raum. Dort reden andere Leute, aber ich kann sie nicht verstehen. Oh, der Durchbluteffekt. Habe ich dich nicht davor gewarnt? Du hältst die Erinnerungen des BBs für deine eigenen. Das sind falsche Rückblenden. Mehr nicht. Lass es mich erklären. Ein BB wird seiner Todmutter mit etwa 28 Wochen entnommen und in eine Kapsel gelegt. Also noch vor seiner eigentlichen Geburt. Diese Prozedur stoppt seine Entwicklung. Aber auch mit 28 Wochen kann sein Sinnessystem bereits externe Stimuli verarbeiten. Es kann diese Informationen definitiv in Erinnerungen umwandeln, die über eure Verbindung in deine gelangen können. Und wen habe ich dann gesehen? Vielleicht jemanden vom medizinischen Team oder einen BB-Techniker, ist das wichtig? Das BB ist schon eine Weile in Benutzung. Es ist durch viele Hände gegangen. Woher soll ich wissen, wer einen Eindruck hinterlassen hat? Weil du der Experte bist. Niemand ist Experte, Sir. BBs wurden vor Jahrzehnten im Geheimen entwickelt. Sie sind wie ein Buch mit 7 Siegeln. Wir benutzen sie, verstehen sie aber eigentlich nicht. Glaub mir, ich wollte mehr darüber erfahren, aber es gibt kaum noch alte Aufzeichnungen. Wenn ich etwas herausfinde, sage ich's dir, okay? Dad, mein Ehrenwort. Mhm. Okay, BB beruhigen, hin und her wiegen mit dem Six-Axis-Controller, alles klar. Wenn du den Controller sanft auf und ab bewegst, verstärkt das die Wirkung. Gut zu wissen. So, jetzt erstmal zum Terminal und diesen Notruf untersuchen. Als du dich ausgeruht hast, habe ich das Netzwerk überprüft. Chiralium-Überwachung und holographische Systeme laufen normal. Leider ist unser Drucker offline. Ja, ich weiß, nachdem du dich so abgemüht hast, uns das ganze Material zu beschaffen. Unser Fehler. Wir haben vor einer Weile ein Teil bestellt, das nie ankam. Ohne das Teil kommt der Drucker nicht ins chirale Netzwerk. Die Mules müssen es geklaut haben. Vielleicht haben sie den Boten abgefangen. Wenn ich richtig liege, haben sie es zu ihrem Ablageplatz gebracht. Genau in der Mitte ihres Territoriums. Na toll. Du willst uns nicht zufällig unser Eigentum zurückklauen. Ich finde, niemand wäre besser geeignet als du. Aha. Also darf ich mich jetzt auch menschlichen Gegnern stellen, wie es scheint. Nicht nur den GDs. Aufträge annehmen. Aufträge für Sam. Bergung, Schnittstelle des chiralen Druckers. Sammeln chirale Kristalle. Dafür brauche ich doch bestimmt ein Gerät. Da höre ich mir das Briefing mal zu an. Wow, Momentchen mal. Was war das denn jetzt? Warum kippt das Ding? Passiert das, wenn ich den Controller kippe? Nee, ich kippe ihn jetzt gerade, aber es passiert nichts. Komisch. Sam, im Gebiet um dieses Verteilerzentrum ist eine erhebliche Menge chiraler Kristalle entstanden. Tatsächlich stammt daher das in den Schaltkreisen deines Cupids verwendete Chiralium. Sie sind vielfältig nutzbar, auch zum Herstellen von Ausrüstung. Fazit, sie sind eine wertvolle Ressource, die du bestmöglich nutzen solltest. Hartman wird es dir genauer erklären, aber chirale Kristalle wachsen nicht unbedingt auf Bäumen. Wenn du irgendwo Vorkommen entdeckst, solltest du sie einsammeln.
Vor allem, weil das nur Leute mit Dooms tun können. Vorausgesetzt, sie haben die notwendige Ausrüstung. Ich lasse sie für diesen Auftrag zu deinen Vorräten hinzufügen. Sam, Hartman hier. Nach der Entdeckung des Strandes beobachteten wir nicht nur zuvor unbekannte Phänomene, sondern entdeckten auch einen neuen Stoff, Chiralium. Ich sage neu, aber er existiert zweifellos seit Anbeginn des Universums. Wir glauben, dass er immer da war, wie dunkle Materie und gewisse Teilchen. Allgegenwärtig, aber übersehen, weil wir ihn nicht sehen konnten. Chiralium scheint nicht an die Beschränkung der uns bekannten Physik gebunden zu sein. Es kann die Zeit stoppen, sich gegen sie bewegen, sogar die Schwerkraft überwinden. De facto kann es die Zeit stoppen oder gar umkehren und Objekte schweben lassen. Zum Sammeln und Einlagern wird ein spezieller Zylinder benötigt. Natürlich ist die Beschaffung von Proben unerlässlich für unsere Forschung. Also, die Tatsache, dass diese Chiraliumbehälter, die wir in Central bekommen haben, am Schweben sind, war auch kein Zufall. Alles klar, jetzt wissen wir wirklich aus einer Fachexperten-Meinung heraus, oder aus einem Briefing mit diesem Typen heraus, dass diese Dinger scheinbar tatsächlich nicht nur der Zeit, sondern auch der Schwerkraft trotzen. Jedes Mal, wenn ich so etwas sehe, muss ich an diese ASDF-Movies denken, an diese eine Stelle, wo der Typ sagt, pff, scheiß auf Schwerkraft, whoops, und ab in den Himmel mit ihm. Da muss ich immer wieder dran denken. Okay, und ansonsten Bergungsschnittstelle des chiralen Druckers. Das ist beides echt komplett in die entgegengesetzte Richtung. Okay, ich dachte, das Gebiet von diesen Typen wäre hier, dieser gelb markierte Bereich. Scheinbar nicht. Ha, hätte ich nicht gedacht. Zu Info, Sam. Ein Mitarbeiter des Verteilerzentrums hat eine Bitte. Am besten beginne ich ganz vorne. Unser Fehler. Wir haben vor einer Weile ein Teil bestellt, das nie ankam. Ohne okay. Das Teil kommt der Drucker nicht ins chirale Netzwerk. Die Mule... Ich würde, das haben wir uns ja bereits angehört eigentlich, von daher, ich nehme beide Aufträge an. Mama hat den Plan für einen Wachturm in deinen TCK geladen. Hast du keinen dabei, solltest du einen herstellen. Man weiß nie, wann man ein Gebiet ausspähen muss. Okay. TCK. Packen wir einmal drauf. Ach, ich muss mehrere davon jetzt mitnehmen. Ach so. 3 Stück. Na gut. Was habe ich sonst noch alles dabei? Ein paar Leitern, stimmt. Kletterverankerung. Okay. Ich denke mal, das passt schon so. Nein. Bestätigen. Aufbrechen? Ja. Dieses Gerät, das du da hast, ist ein Kristallsammler. Wie der Name nahelegt, kannst du gesammelte Kristalle darin sicher aufbewahren. Endlich! Endlich habe ich das Ding. Schon so viele Kristalle gesehen und es hat mich immer wieder gewurmt. Lass mich beschreiben, wonach du suchst. Chirale Kristalle wirken auf das bloße Auge golden und haben oft Formen, die an menschliche Hände erinnern. Steine und Geröll in ihrer Nähe schweben meist ein paar Zentimeter über dem Boden. Und am häufigsten findet man sie in Gebieten mit viel Niederschlag. Alles verstanden? Regen, schwebende Steine, goldene Hände, das ist deine Trinitas. Suche nach diesen 3 Dingen und du findest die Kristalle. Wenn du besonders aufmerksam warst, weißt du vielleicht schon, wo du suchen kannst. Mhm. Auftrag zugewiesen. Ich habe ja schon oft genug so einen Kristall gesehen. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. So. Alles klar. Wir haben 2 neue Aufträge. Ein von dir angelegter Pfad wurde von jemand anderem benutzt. Ist das gut oder schlecht? Ich bin Sam. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich nehme mal erstmal an, es ist gut. So, was ist hier jetzt?
Sammeln Chirala-Kristalle. Ah, okay. Waffeneinschränkung aufgehoben. Was ist das hier? Free to use. Ach so. Ja. Schön wär's, wenn ich dieses Ding benutzen könnte. So. Ich glaube, ich werde hier auch mal ein Schild platzieren. Was genau werde ich hier hinpacken? Irgendetwas, was aussagt, dass dieses Ding nicht benutzbar ist. Würde ich sagen. Im Gras verstecken, Kletterroute, springen, heiße Quelle, tolle Aussicht, Müllhalde, hier ist ein Prep, Speicherchip, hier vor Zeitregen, langsamer, bleib dran, nicht aufgeben, gute Arbeit, Bibi, Leica bekommen. Am liebsten würde ich das hier hinpacken, dieses Emoji, so nach dem Motto, wie nicht benutzbar. Leiter, Seil, Seilrutsche, Generator. Na, so müde. Ich würde sagen, das packe ich hin. So nach dem Motto, oh, dieses Motorrad ist so müde, dass es jetzt noch nicht weitermachen kann. Und ich bin müde, weil ich das Motorrad nicht benutzen kann. Chirale Kristalle sind klein und mit bloßem Auge kaum zu entdecken. Benutze deinen Odra-Deck, damit er dich in die richtige Richtung führt. Willst du ein größeres Gebiet absuchen, kannst du auch einen Wachturm bauen und dich auf seine Sensoren verlassen. Jo. Zum Scannen antippen. Da sehe ich doch schon einen. Geil. CG, wow. Geil. Direkt beim ersten Mal 21. Sammle mindestens 1 CG chirale Kristalle. Das ging ja schnell. Was ist hier? Dieses Schild, was genau sagt das aus? Wahrscheinlich GDs. Oh oh. Ups. Na toll. Da stelle ich jetzt auch mal ein Schild auf, GDs. Aber etwas eher als dieses Schild. Scheinbar ist genau an dieser Stelle ein GD. Oh Gott. Ich glaube, da habe ich jetzt die Handabdrücke gesehen. Spürst du das? Oh Mann, ich begebe mich hier in ein richtiges Katastrophengebiet, nur um ein paar mehr Kristalle einzusammeln. Ob es das wert sein wird, ich hoffe es. Insgesamt 64 CG. Die beiden da hinten würde ich gerne noch einsammeln. Ich hoffe, das kriege ich noch hin, ohne dass ich einem GD in die Arme laufe. Schön langsam. Ich höre sie. Ich darf nicht zu lange die Luft anhalten, sonst wird das wieder einatmen viel zu laut und ich werde gehört. Ja, ja, ich seh's. Nein! Shit! Weg! Nein! Gleichgewicht halten, Gleichgewicht! Weg! Verpickt euch! Scheiße! Wechselt euch! Verpisst euch! Nein!
Weg! Weg! Ah. Verdammt nochmal! Shit, verdammt! Jetzt sind da hinten noch weitere Kristalle erschienen, das gibt's ja nicht. Krass. Die waren doch vorher nicht da, oder doch? Ich weiß es nicht. Okay, die Dinger sind jetzt hinter mir, das ist gut so. Da sollen sie auch ruhig bleiben. Ich sammle erstmal die weiteren Kristalle hier ein. Ah. Du hast genug chirale Kristalle gesammelt. Ich weiß. Das like ich mal trotzdem. Auch wenn es ein kleines bisschen knapp war. Aber vielleicht sind die Positionen von den GDs manchmal ein kleines bisschen random. Von daher, wahrscheinlich kann er da nichts für. Na bitte. Was ist denn jetzt passiert? Och nein, ist der Scanner kaputt? Ich hoffe nicht. Das nenne ich mal groß. Oh ja. Das war jetzt eine riesige Menge. Wie viele Kristalle hier auf einmal sind. Hammer. Na bitte. Ah, der Scanner geht doch wieder. Und da hinten sind einige nette kleine... Wow, Vorsicht. Alter! Autsch! Scheiße. Sorry. Oh oh. Ich wiege gerade den Controller hin und her. Wieso funktioniert das nicht? Ach so, ich muss erst... Ah! Okay. Ich muss erstmal die Tasten gedrückt halten, damit es funktioniert. Mein Fehler. Alles klar. Na bitte. Ach, die sammle ich jetzt erstmal nicht ein. Stattdessen, wow. Na komm schon, liken. Das ist für dich. Das ist eine sehr nett platzierte Leiter. Nice Sache. Danke für diese schön platzierte Leiter. Die hier werde ich auch schön liken. Heute ist ein guter Tag. Das ist für dich. Zack. 96 Likes. Und diese Metalle hier nehme ich auch mit. Na komm, her damit. Kryptobiot essen, einsammeln, einsammeln. Ist das ekelhaft. Ja, aber muss es scheinbar sein. Was ist da hinten? Ich habe keine Ahnung was. Aber ich gehe mal stark davon aus, es könnte nützlich sein. Deswegen nehme ich es mir mal mit. Oh, da hinten ist irgendetwas, was zerstört ist. Ich denke mal, das kann ich mir sparen, dahin zu laufen. Wenn die Fracht zerstört ist... Oh oh. Ich wollte doch nur die Fracht hier holen. Mann. Schön. Hier drüben. Ah, da hat mir wieder einer geantwortet. Ich möchte aber... Nein, ich möchte liken. Liken, 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 liken. Okay. Und ich werde an der Stelle mal ein Schild platzieren mit der Aufschrift... GD. Weil gerade eben habe ich definitiv
einen GD gespürt. Nur, dass andere Leute an der Stelle auch schon mal vorgewarnt sind. So, Dille. Bis jetzt läuft es doch einigermaßen gut, möchte ich behaupten. Wir erledigen Aufträge, sammeln Likes. Bessere Ausrüstung dabei. Passt doch. Aber wobei, die Leiter da hinten habe ich noch nicht geliked, oder? Ja, komm. Das können wir bei der Gelegenheit ja auch noch machen, oder? Hey! Na komm, liken. Danke für die Hilfe. Heute ist ein guter Tag. Die ist auf jeden Fall auch sehr nett platziert, die Leiter, muss ich sagen. Schön über die Steine des Flusses, damit man nicht zu viele Probleme damit hat. Nice Sache. Hört mich jemand? Ich höre dich, ja. Claudia Abbott und Liberty X, okay. Scan wird gestartet. Zu Hause. ID wird gescannt. ID wird geprüft. Lieferung ihrer Kristalle läuft etwas anders an. Ja, wie? Die Prozedur ist aber ziemlich einfach. WLAN Lieferterminal recyceln, um alle chiralen Kristalle abzuladen, die du dabei hast. Geiler Typ. Hier nicht pinkeln. Das ist eine pinkelfreie Zone. Schon klar. Okay, liefern. Angeforderte Fracht liefern. Schnittstelle des chiralen Druckers. Ach nee, das habe ich noch nicht. Material nehmen. Nehm dir Material von einer Einrichtung. Recyceln. Gemeinschaftskasten. Was haben wir denn? Chirale Kristalle. Da. Menge festlegen. Machen wir erstmal 12 Stück. Kristalle für uns? Diese Kristalle bilden sich nur an Orten mit erhöhten Chiraliumwerten. Weshalb ich mich frage, ob der Ausbau des Netzwerks etwas damit zu tun hat. Keine schlechte Ausbeute. Mehr als genug für die Forschung. Wir kümmern uns gut um sie. Okay, nice. Benötigte Kristalle 12 CG. Ach Mist. Ich hätte doch ein paar mehr abgeben sollen. Das hätte mehr Likes gegeben. Dammit. ...1300 Meter zurückgelegt. Ja. Ach, nur B. Mist. Und ich bekomme die Trophäe Chirala Handwerker. Benjamin Hancock hat dir die Fertigungsdaten für Folgendes zur Verfügung gestellt. Behälter Reparaturspray. Neue Interviewdaten erhalten Chirale Symmetrie und Chiralium. Den Lieferterminals wurde eine neue Option hinzugefügt. Material nehmen. Überzählige chirale Kristalle kannst du in jeder Einrichtung abgeben. Sie werden den Beständen vor Ort hinzugefügt. Auf das Material in diesen örtlichen Lagern kannst du beim Herstellen von Ausrüstung zurückgreifen. Wenn du in einer Einrichtung Waffen, Ausrüstung oder Material recycelst, erhöht sich die Menge des in dieser Einrichtung verfügbaren Materials. Aus diesem kannst du neue Waffen und Ausrüstung herstellen, die du benötigst. Jawohl, Verbindungsstufe 3. Gute Arbeit, Sam. Wie es aussieht, steigt deine Verbindungsstufe. Je höher deine Verbindungsstufe ist, desto mehr Ressourcen werden dir in unseren Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Nice. Wenn du deine Verbindungsstufe mit einer Einrichtung erhöhst, kann dort mehr Material gelagert werden und sie stellt mehr Material zur Verfügung. Außerdem versorgt dich Bridges eventuell auch mit einer neuen Funktion und lässt ein oder zwei Geschenke springen. Verteilerzentrum westlich von... und ich bekomme die Trophäe Anpassungsfan. Meine Güte. So viele Trophäen. Folgendes zur Verfügung gestellt, Bridges Wache Macho. Um diese Daten zu verwenden, brauchst du den Zugang zu einer Konstruktion der Stufe 2 oder höher und musst dann Konstruktion anpassen wählen.
Ein Teil der Bandbreite dieser Einrichtung wurde Sam zur Verfügung gestellt. 2320 erhöht auf 2720. Oi. Innerhalb des Gebiets mit chiraler Netzabdeckung können jetzt mehr Konstruktionen errichtet werden. Nice. Die Menge, die Sam nutzen kann, wurde erhöht. Oh. 246, 960 und 1620. Nice. Nicht schlecht. Und ich bekomme nochmal die Trophäe Gute Verbindung. Meine Güte. Ich werde hier überhäuft. Leute. Kojima, was machst du mit mir? Du verwöhnst mich nicht nur mit einem großartigen Spiel, mit großartiger Grafik und interessantem Gameplay, geiler Story, geilen Charakteren. Jetzt auch noch mit Trophäen. Oh, neuer Titel verdient. Man hat dir den Titel Fähiger Frachthelfer verliehen. Strebe weiterhin nach größerer Anerkennung. Du hast Lieferungsvolumen Klasse 10 erreicht. Du kannst jetzt mehr Fracht tragen. Jawohl. Genau das wollte ich. Ich frag mich nur, wie ich Lieferzeit verbessere. Frachtzustand, Lieferzeit, Brückenlink. Also Lieferzeit und Brückenlink habe ich bislang am wenigsten upgegradet, wie es aussieht. Oh, bevor ich es vergesse. Hier, für dich. Nice, ein Geschenk. Mit diesem Behälter Reparaturspray bessert man Frachtbehälter aus. Hilft bei Zeitregenschäden und so weiter. Echt praktisch, wenn du und deine Fracht was abgekriegt haben. Wir haben es auf deine Vorratsliste gesetzt. Es steht also bereit, wenn du es brauchst. Behälter Reparaturspray. Geil. Her damit. Pack ich mir gerne mal auf dem Rücken drauf. Scheint ja nur ein Kilogramm zu wiegen. Im Vergleich zu der anderen Fracht ist das noch einigermaßen leicht. Okay, was diese Sachen angeht, die würde ich gerne recyceln. Ah ne, nicht abladen. Nein, nein, nein. Bis bald. Jo, bis denne. Erhöhte Chiraliumwerte und häufigere Kristallformationen hängen miteinander zusammen. Das könnte durchaus der Ausbau des Netzwerks verursacht haben. Aber keine Sorge, die örtliche chirale Dichte liegt noch im akzeptablen Bereich. Wenn du weitere Kristalle findest, sammle sie. Du wirst gut entlohnt. Wenn du noch mehr chirale Kristalle findest, kannst du sie bei einer unserer Anlagen abgeben. Außerdem kannst du anderes Material und nicht benötigte Gegenstände einlagern. Alles hat seinen Wert. Was wir nicht gebrauchen können, wird für die Forschung und andere Anwendungen in Einzelteile zerlegt. Alles klar. Apropos zerlegen. Recyceln. So, was ich auf jeden Fall recycle, das Zeug hier von Resin. Keine Ahnung, was genau. Eine mittelgroße Ladung diverser Resine. Ach so. Ich habe ganz ehrlich, ich habe die ganze Zeit über gedacht, das wäre der Online-Name von jemandem. Ups. Oh Mann, ey. Die in chiralen Druckern verwendet werden können. Wenn Resine in Einrichtungen recycelt werden, können sie als Material für die Herstellung von Ausrüstung dienen. Außerdem können sie benutzt werden, um Konstruktionen zu reparieren und zu verbessern. Okay. Das wird recycelt. Metalle natürlich auch. Nochmal Resine. Resine. Das behalte ich. Die TCKs brauche ich, glaube ich, für das Eindringen in dieses, wie heißen die Typen nochmal, Mules-Gebiet? Ich denke schon. Okay, den Rest behalte ich. Oh, chirale Kristalle habe ich ja noch einige. Ich würde sagen, ich werde zumindest, 200 davon einlagern. Zack. Oder recyceln, besser gesagt. So. Gern geschehen. So, verfügbar 446 von 600, 900 an chiralen Kristallen, Resine 1080 von 1600 und Metalle 1720 von 2855. Okay. Läuft. Ausrüstung herstellen. Haben wir was Neues. Herstellung nicht möglich, keine Schnittstelle für chiralen Drucker gefunden. Okay. Stimmt ja.
Da müssen wir erstmal den einen Auftrag erledigen, bevor wir da was weiterhin machen können. Angeforderte Fracht liefern. Habe ich da noch etwas? Nee, habe ich noch nicht. Okay. Ich glaube, damit habe ich erstmal alles. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Du hast noch was zu tun, Sam. Ich weiß. Lassen wir die Leute nicht warten. Ich weiß, dass ich noch was zu tun habe. Ich bin Sam. Okay. So, jetzt muss ich in dieses Gebiet hier reisen. Dann werde ich mal... Da ist quasi schon eine Route angezeichnet. Da ist eine, sogar eine Leiter, krass. Zu dem Online-Briefkasten. Und dann, keine Ahnung, mitten in das Gebiet. Irgendwo dort werde ich dann schon das finden, wonach ich suche. Moment, ich habe da noch etwas gesehen. Daten. Tipps. Ausrüstung. Was noch? Nach chiralen Kristallen scannen. Mule-Lager infiltrieren. Wow. Wenn du ein Mule-Lager infiltrierst, kannst du dich geduckt fortbewegen, damit deine Schritte weniger Geräusche verursachen. Wenn du die Luft anhältst, bist du noch schwieriger zu entdecken. Wenn du von Mules entdeckt wirst, wenn du dich in hohem Gras oder hinter großen Objekten versteckst, kann dir das helfen, nicht gefasst zu werden, wenn du von Mules entdeckt wirst. Frachtbehälter reparieren. Wenn Behälter Schaden nehmen, schützen sie schlechter vor Stößen. Benutze Behälter-Reparaturspray, um die Stabilität wiederherzustellen. Ihr Inhalt und andere nicht in Behältern transportierte Gegenstände können nicht repariert werden. Zum Beispiel meine Schuhe. Wachtürme. Wachtürme können nach chiralen Kristallen, Sandalenkraut und Mule-Briefkästen suchen. Der Bereich, den sie abdecken, ist begrenzt. Also baue an einem Ort, von dem aus du alle gewünschten Bereiche scannen kannst. Ah. Wachtürme kann ich also scheinbar auch selbst bauen. Verbindungsstufen erhöhen. Das hatte ich ja auch schon. Wirkung von Behälter, Reparaturspray, recyceln. Chirale Kristalle. Okay. So, Interviews. Haben wir zwei neue? Ja, die lese ich jetzt nochmal als letzte Aktion in diesem Part. Und danach ist für heute Schluss. Chirale Symmetrie. Das Wort Chiral leitet sich vom griechischen Chair für Hand ab. Vergleiche mal deine linke Hand mit deiner rechten. Sie gleichen sich in Größe und Form, richtig? Halte nun deine Handflächen von dir weg und lege eine Hand auf die andere. Ihre Formen decken sich nicht exakt, aber führe deine Handflächen zusammen. Voilà, sie passen zusammen. Es ist, als ob eine Hand das Spiegelbild der anderen wäre. Doch vergleichst du dann das Spiegelbild mit deiner Hand mit ihr selbst, würde deutlich, dass Spiegelbild und Hand nicht identisch sind. Darum geht es bei Chiralität, um den Zustand, in dem das Spiegelbild einer Form nicht mit dem Original übereinstimmt. Manche Theorien sehen in GDs Spiegelbilder von uns selbst. Existierten wir am selben Punkt in Raum und Zeit, würden unsere Formen sich nicht genau decken, außer in der Reflexion. Wenn unsere Partikel auf ihre Gegensätze treffen, kommt es zum Leeresturz. Die neue Form der von uns entwickelten Kommunikation nutzt Strände, die Spiegeln ähneln, die diese Welt und die andere spiegeln. Daher der Begriff chirales Netzwerk. Aha. Immer noch leicht verwirrend, aber es wird langsam etwas klarer. Chiralium. Du würdest gerne mehr über Chiralium erfahren? Tja, das wollen wir alle. Gerne erzähle ich dir von unseren neuesten Theorien, aber du musst immer dran denken, dass sie auch nur das sind. Theorien. Chiralium existiert wie dunkle Materie seit Anbeginn unseres Universums, allerdings in einer von uns nicht wahrnehmbaren Dimension. Bis jetzt. Der Strand gewährt uns Zugang zu jener Dimension und damit auch Gewissheit über die Existenz von Chiralium. Aber natürlich wissen wir nicht bloß von seiner Existenz. Wir haben auch seine Kristallisierung beobachten können und messbare körperliche und geistige Auswirkungen auf die ihm ausgesetzten Personen dokumentiert. Es hat unser Verständnis der Wirklichkeit revolutioniert und sich bei der Formulierung der Multiversumstheorie der Strände als entscheidend erwiesen. Der Zeitablauf wirkt sich nicht auf chirale Materie aus. Für diese Partikel ist seit dem Urknall keinerlei Zeit vergangen. Kein Wunder, dass sie sich unserer Aufmerksamkeit so lange entzogen haben, bis Mensch und GD zum ersten Mal in einem Leeresturz aufeinandertrafen und nichts als Chiralium übrig blieb. Noch gilt es, die Richtigkeit vieler dieser Behauptungen zu überprüfen. Aber ich glaube, dass dies den aktuellen Konsens der Wissenschaftsgemeinde hinsichtlich dieser Materie, kein Wortspiel beabsichtigt, gut zusammenfasst.
Ich breche bald mit der ersten Expedition nach Westen auf und freue mich darauf, unterwegs mehr über Chiralium und seine Verbindungen mit dem Strand zu erfahren. Okay. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, wir haben für diesen Part erst einmal genug geschafft. Und deswegen würde ich an der Stelle für heute den Part beenden. Von daher, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.